So, da sind wir mal wieder mit Musik. Krämerer Leaving Paradise, eine schwedische Band. Und auch noch voll in Minecraft. Voll unter der Erde. Voll, voll, voll. Voller Dinge, die wir hier tun können. Mein Problem ist bloß gerade, da ich am Sonntag diese Aufnahme abbrechen musste und da es jetzt doch ein wenig laut ist auf meinen Ohren, werde ich noch mal kurz was anderes machen. Genau. Wo ist denn hier eine Lautstärkeneinstellung? Nirgends. Ist ja toll. Super neues Design, aber Lautstärke gibt es nicht mehr. Ist ja doof. Ja, ne, dann bleibt das wohl so laut, was? Ne, ich glaube nicht. Gibt ja auch noch ein anderes Programm dafür, wenn es dann irgendwann aufgeht. Aber immerhin konstante 30 Frames und dass es noch lebt, seht ihr ja an meinem netten Avatar hier. Wo ist denn der jetzt hin? Always on top ist immer eine gute Idee. Ah, so. Bessere Grundlautstärke. Immerhin hätten wir damit ein wunderschönes Startbild für YouTube. Und wo ich gerade eben dabei war zu erzählen, da ich ja letzten Sonntag das letzte Mal aufgenommen habe und hier mitten in den Höhlen aufhörte aufzunehmen, sind natürlich jetzt gerade besonders prickelnd. Ich gar nicht weiß, wie ich hier nach oben komme. Ja, dafür brauchen wir auf jeden Fall Diamanten. Ah, genau. Dann kann ich mich hier nämlich hoch. So. Genau. Ja, und da scheppert auch schon das nächste Telefon. Aber es ist nicht meins. Ich muss nicht aufhören. Ich kann weitermachen. Ist das nicht toll? Ich kann weiter aufnehmen, weiter Minecraft spielen. Unglaublich, aber wahr. Ja, nee, ansonsten bei den Vorwahlen in Frankreich hat Sarkozys Herausforderer gewonnen. Ja, noch keine Nachrichten gesehen habe bislang. Dem sei das jetzt mitgeteilt. Es sieht fast so aus, als ob in Frankreich eine neue Regierung sich bilden wird. Also auf jeden Fall ein neuer Präsident gewählt werden wird. Hier ist dunkel, da geht es tief nach unten. Hier. Ui, ein Enderman. Schnell weg. So. Ah, so war das. Genau. Und jetzt kommen wir auch wieder nach Hause. Ist das nicht schön? Also jedenfalls fast nach Hause. Bin ich gerade verwirrt. Ah, da. Genau. Hier geht's nach oben. Ah, ich habe den Weg nach oben wieder gefunden. Ich bin so stolz auf mich. Ja, ansonsten, was werden wir heute machen? Wir werden, da wir ja jetzt eher schöne Töne haben, werden wir uns darum kümmern. Darum ist das, was wir eben gesehen haben. Und zwar darum,
darum, dass wir... Hier ist meine Kiste mit Zeug. Warum man das nicht automatisch richtig... Naja. Gut, muss ja nicht. So, Redstone haben wir auf jeden Fall jede Menge bekommen. Das heißt, dass wir jetzt in der Lage sind, hier etwas zu bauen mit Redstone. So, und da es da dran hängt, müssen wir diese Klötzchen befeuern. Und zwar mit einem Impuls. Genau reingeleitet. Das heißt eigentlich, wir bräuchten 6 Dioden. 6 Dioden. So, und dann hier von hier das Signal unten abgreifen. Gut. Also gehen wir mal nach unten. Eventuelle Signale abzugreifen. Natürlich perfekt hier. Genauso wollte ich das nicht haben. Nee. Das ist keine gute Idee. Na gut. Dann können wir leben. Ah, es ist schon wieder Nacht. Das heißt, wir können ja mal wieder nach oben failen zum Bett. Um die Nacht ein wenig zu erleben. Ach, mir ist jetzt gar nicht so nach Höhlenforschung, muss ich sagen. Gehen wir gleich mal raus, wenn wieder Tag ist. So, aber erstmal eine Runde pennen. Und da jetzt ja spontanerweise wieder Tag geworden ist, können wir mit dem Pennen aufhören und können einfach wieder nach draußen gehen. Ja, und das mit dem Wasser da hinten unten hat sich total bewährt, finde ich. Super. Oh ja, toll. Yay. Wir haben was dabei zum Essen. Perfekt. Warum der da lang gewachsen ist? Keine Ahnung. So, oh, na toll. Na, schwimm raus. Das Mistvieh. Unglaublich. So. Ach ja, was wollte ich denn machen? Also ich habe Melone. Könnten ja einfach mal nur ein bisschen blöd durch die Gegend laufen, um die Gegend hier noch ein wenig zu erkunden. Weil mir auffällt, dass auch das hier eigentlich schon fertig ist. Das hier auch nochmal abernten. Hm.
Gegner passt ja einmal mehr, als wir ein Feld haben. Das ist doch ganz gut. Ach, siehste, Gold habe ich ja auch schon. Mann, was sind nicht alle schon ab inzwischen? Genau, scheren könnte man auch nochmal machen. Können wir Schafe scheren. Ach, der Möglichkeiten so viele. Aber keine konkrete Idee, was zu tun ist. Jo. So. So. Hier wird einfach mal alles abgemurkst, was uns vor die Flinte kommt. Wir können uns bald eine Eierfarm bauen. So, Zuckerrohr brauchen wir auch noch. Ja, Hühnchen sind jetzt nicht so ergiebig. Bleibt es dabei. Ja. Ihr habt ihn doch auch gehört, den Enderman. Bleibst du hier? Diesen freundlichen Gesellen hier. So. So. Oh ja, das ist auch toll. Gleich ein Meer und ein Baumschwein, ein seltenes Baumschwein. Na, schmeckt bestimmt lecker. Komm da runter, ich will doch nur spielen. Ha. Ha. Tot. Blödes Baumschwein. Noch ein Baumschwein. Ja, und da sind wir auch schon wieder oben. Oben bei dem Feuertreppenartigen Ausgang, also bei unserer Dachterrasse eigentlich. Da sehen wir ja dieses Gebiet hier auch schon. Sumpf, die Sumpf, sie Sumpf. So. So. Oh, noch mehr Schweine. Schweine gegen Futter. Hilft dir ja nicht, hier im Kreis zu springen. Das wird trotzdem von der Flinte. Pilze nehmen wir auch gerne noch mit. Wir können einfach mal alles gebrauchen. So. Kommt so vor, als ob die Maus schon ein bisschen träge ist. Heute. Aber auch sehr schöne Musik wieder. Ich erwähne es gerne nochmal. Wir hören Krämerer Leaving Paradise. Krämerer ist der Name der Band. Wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen, weil es in Schweden. Und das Album Leaving Paradise. Schönes, easy listening. Jazziges Gedudel. Hier? Nicht. Ja. Die
Kuh muss da dran glauben. Kannibalismus für alle. So. Schon wieder auf dem Weg nach oben. Ich laufe am Ende so viel und so weit, dass ich mein eigenes Haus nicht mehr wiederfinde. Ich sag's euch. Müssen wir hier wieder ausharren. Monatelang. Ah, ne, ich glaube, ich hab's Haus schon wieder gefunden. Ah, dann war es doch eine schöne Runde. Ein bisschen Holz können wir auch gleich mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Dann nehmen wir doch das Holz einfach mal mit. Jungle. Autsch. Auf dem Weg nach unten. Ach, diese Ränderfehler hier, die gehen mir echt auf den Senkel. Jetzt können wir hier hochkrabbeln. Das gab es ganz oben. Ach, es ist eine Frechheit, hier nichts einzubauen in diese Bäume. Muss man nochmal machen. Naja, zum Glück nicht gestorben. Trotz Fail nicht zu sterben. Dank praktisch angewandten Pragmatismus. Ja. So. Baumkronenhopping ist das auch genannt. So. Ich will da nach hinten eigentlich. Nicht hier runter. Ach ne. Oh, doch. Ah, ab. Ach, weil das zwei sind? Nee. Komisch. Runter darf man klettern, aber nicht hoch, ja? Was ist das für eine Logik? Oh! Damn you. Jetzt waren wir mit Mampfen hier. Mal ordentlich Tinte auf dem Füller kriegen. Ja, das spritzt auch gleich noch. Oh, es wird schon wieder duster. Hier mitten in einem Baum. Das ist nicht schön. Also. Demzufolge, Geronimo. So. Auf ins kühle Nass. Und auf nach Hause. Ins Bettchen. Mir irgendwas im Hintern weg. Ich weiß es. Da ist ja schon der böse Mond. So. Ah, da sehe ich schon das Licht. Schaffe ich es noch, bevor mich das erste Monster erwischt. Hier wird Spannung generiert, wo gar keine ist. Unglaublich. Ha, wollen wir hin? Einen zweiten Kürbis hätten wir. So. Na, gehst du rein. Achso, ja, und ich hab's ja versprochen, ich muss mir jetzt eine Eisentür machen. Nur für Elrond. Weil der kriegt ja Zustände, wenn wir hier ständig so unser... Und da wir das nicht wollen, bauen wir uns einfach mal was Schönes, ne? Ein Eisentürchen kann nicht schaden. So, da ist sie. Ein Button wäre auch nicht schlecht. Nee, das war ja die Diode.
So. Mal gucken wir mal. Ah, toll. Genau. Darauf kommen wir eben schnell. So. Da ist er. Der Knopf. Ach, wir brauchen ja zwei davon. Wir wollen ja vielleicht auch raus. Ach nee, dann machen wir uns eine Platte. Da machen wir uns eine schöne, schöne Platte. Nee. Nehmen wir Holz. Warten wir doch auch mal. Ach nee, das ist alles draußen. Naja, gut. Das weg, das weg. 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 Das weg. Na, das Brot können wir auch erstmal beiseite legen. Und wie ihr hört, Nancy ist auch noch da. Der Aufschrei kam von ihr. Ausgebaut und eine andere Tür dafür eingebaut. Ich hoffe, Zombies haben es nicht drauf, auf Knöpfe zu drücken. Das wäre ziemlich ungünstig, wenn dem so wäre. So. So. Ja. Schön, also die Tür hätten wir dann. Das Türproblem wäre gelöst. Mal ein bisschen verhütten, ne? Nicht falsch verstehen, meine werten Freunde. So. Das können wir eigentlich mal da so liegen lassen. Genau, Hunde wollten wir noch fangen. Ach mein Gott, was wir nicht alles noch machen müssen hier. Unglaublich. Aber wahr. Aber diese Musik ist einfach zu tiefenentspannt, um sich jetzt in große Abenteuer zu stürzen, finde ich. Ist so schön schwingig. Swinging 60s. You know? Geil. Das wusste ich ja auch noch nicht. Was ist denn das für ein geiler Bug? Der liegt. Unglaublich. Unglaublich. So. Und falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte, wir hören wie immer Musik von Jamendo. Nö.
Und Musik von Jamendo heißt das, diese Musik. In diversen Formaten vorliegt, aber hier beschreiben sich Krämerer in ihrem aktuellen Album, wobei aktuell 2009 ist nicht ganz so aktuell, aber sie beschreiben es mit Lounge, Down Tempo, Ambient und Chill Out. Entsprechend sollten wir die Wertigkeit dieses Albums sehen, glaube ich. Und hier einfach mal ganz Ambient Chill Out mäßig etwas ganz Chill Outiges tun. Gehen wir doch einfach mal angeln zu dieser wunderschönen Musik. Noch nicht. Toll. Naja. Psst. Wenn er wieder anbeißt. Ah, okay. Doch so einfach. Ich dachte, ich muss hier wilde Dinge tun. Aber nein, muss ich ja gar nicht. Ich muss nur warten. Also genießen wir die Musik und angeln ein wenig. Schön, wenn der Fisch gleich wieder ins Wasser fliegt. Da fühlt der Fisch sich doch gleich viel wohler. Ein wenig angeln. Angeln für die Seele. So, hier gibt es wohl nichts mehr. Kann man hier auch drin angeln? Ich hoffe doch, das funktioniert nicht, oder? Das sieht nicht so aus. Sehr gut. Hier so. Doch mehr. Ich hoffe, es geht nicht. Weil ansonsten baue ich mir drinnen was zum Angeln. Können wir mal nachts angeln gehen. Nachtangeln macht sowieso viel mehr Spaß. Aber gut. Der nächste Kürbis ist unserer. Und eine Wassermelone gibt es auch. Gratis. Quasi dazu. So, das heißt, wir können dann auch gleich wieder mal was essen. Oh, vorher.
wir ein wenig. Ah, nicht der richtige Moment. So ganz ist mir die Logik dahinter noch nicht so ganz. Also. Die Logik dahinter will mir nicht so ganz klar werden. Aber gut. Muss sie ja eigentlich auch nicht. Wenn kein Fisch dranhängt, gibt es nicht mal eine Animation. Jetzt hier hinter uns, ja. Das ist der zweite Fisch. Schon 4-8 da oben liegt er. Die immer so schön hinter einfliegen. Das ist total toll. Tja. So, gehen wir weiter zum nächsten Tümpel. Dieses Tümpel hier ist fischfrei inzwischen. So. Wir angeln uns gleich mal ein Schwein, glaube ich. Ich dafür. Aufmerksame Crafter wissen natürlich, warum wir das hier gerade tun. Außer natürlich aus dem offensichtlichen Grund, dem Spaß an der Freude. Nö. Liegen jetzt alle da oben. Irgendwas ist hier noch buggy mit der Angel. Aber ja. Stört eigentlich alles nicht so wirklich. Das sieht auch ganz gut aus. 9 Fische haben wir schon. Nochmal den 10er noch voll. Jetzt probieren wir nochmal ein Schwein zu angeln. Weil die letzten 10 Minuten des heutigen Assumption. Nein, wie geil. Man kann Schwein angeln. Wie geil ist das denn? Wir lösen es von seinem Anglerleid. Schweine angeln. Tja. Au, 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 au. Was sah ich denn da? Ganz leise. Na? Beats, beats, beats. Bitt, 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 bitt. Bitt.
Nein, nicht weglaufen. Na. Ich hab hier Fisch für dich. Fischi, Fischi, Fisch. Dahin, da ist gut, da kann ich dich gut tamen. Na. Komm. Komm zu Papa. Komm mit rein, kleine Mizi. Komm mit rein. Na, müsstest du nicht jetzt wieder... Da bist du ja. Mietz, Mietz. Komm. Was sieht's jetzt noch? Fischi? Nein. Na, Hilfe. Jetzt esse ich das Zeug auch noch selber. Rohen Fisch. Cool. Ein Ozelot. Gut, dann war ja das schon mal erfolgreich. Wohingegen die andere Geschichte hier nicht so erfolgreich war. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ui, Mietz. Ist das schön. Wir haben einen Ozeloten. Ist das cool. Tja, damit hört es dann auch auf für heute. Vielleicht demnächst mal wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal wieder eine halbe Stunde für euch oder etwas mehr, etwas über eine halbe Stunde für euch eine Aufnahme machen konnte. Und mit diesem wunderschönen, wunderschönen Katzenblick soll es denn für heute enden. Bis dann.